Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon begonnen. Ja, hallo Leute, hier wieder euer Tose mit Let's Play Skyrim, die Unendliche. Wir sind hier auf der Suche nach dem Jürgen Windrufers Horn und irgendwo in der Höhle, in einem Dungeon mit einem Wasserfall. Und da haben wir gerade einen neuen Schrei gelernt, der geht nämlich so. Da sind wir, ja, zwischen zwei Welten gefangen. Wir können niemandem wehtun, aber uns kann auch niemand wehtun. Und das hält aber nicht lange vor, so wie es aussieht. Deswegen werde ich wieder den anderen Schrei da reinnehmen. Sorry Leute, ich muss das unbedingt probieren. Was haben wir? Der unerbittlichen Macht, da haben wir zwei. Das werde ich wieder ausrüsten. Feuerarten, wie sieht's denn da aus? Haben wir ja auch erst einen. Gut. Irgendwie müssen wir da jetzt. Wo müssen wir da weiter? Der Pfeil ist da oben. Wir schauen mal, ob es da oben weitergeht. Ja, mit Sicherheit. Wir müssen darauf, darüber und dann da wieder und hin und her. Und ich glaube nicht und ich schlage mich tot und ja. Da sind wir hergekommen. Dann laufen wir mal darüber. Du siehst da, lauf nicht so. Ich schätze, wir müssen. Nö, ein Rätsel. Nö, ein Rätsel, das kann nicht sein, oder? So, ich schätze mal, wir brauchen da irgendwelche Informationen. Was ist denn da? Ich sehe da nichts. Drache. Das ist eine Spinne oder was? Auch ein Drache. Okay, ja. Rätsel lösen. Gut, wir gehen einmal drauf. Sind die Jungs schon wieder weg? Da gibt es nichts für uns. Da ist auch nichts. Ich kann es nicht lassen, Leute. Ich weiß, ihr werdet mich steinigen. Ah, der Doso ist so fad. Ja, egal. Schaut das nach einer versteckten Tür aus? Oder wie wäre es mit der ätherischen Gestalt? Ob ich damit durchkomme? Das wird schon Grund haben, warum ich den Schrei jetzt bekommen habe. Oder den Wirbelwind sprengt, den könnte ich auch machen. Ja, wir probieren es einmal so. Magie, Schrei, wir sind da noch dabei. Ätherische Gestalt. Und rufen wir mal. Ne? Also, wir sind doch noch Materie. Können wir da was runterhauen, was raufhauen, irgendwas? Ich probiere mal den Wirbelwindsprinter. Okay. Na gut. Aber ihr müsst da weg jetzt, Leute. Hm? Ja, irgendwie haben wir da ein Problem. Aha. Weil
Ich check jetzt die Lage nicht ganz. Ich werde da jetzt kurz. Ich werde da kurz mal in mich gehen, schauen, ob ich da jetzt irgendwas machen kann. Und wenn ich die Lösung habe, schalte ich wieder ein. Bis dann. So, da es sonst keine Anhaltspunkte gibt und ich irgendwie das geschafft habe, dass die zwei da jetzt leuchten, ich habe keine Ahnung, warum das jetzt so ist. Ja, dummerweise. Und schauen wir mal gleich nach. Speichert schon wieder das Ding. Was wir für einen Schrei ausgerüstet haben, denke ich, es geht hier nur allein um Geschwindigkeit. Da sind wir zu Hause und Wirbelwindsprint ausgerüstet, passt. Und da stellen wir uns jetzt rein. Und werden einfach da durchlaufen. So rasch es auch geht. Und ja, es ist geschehen. Ja, komm, Großvater, verlauf dich da nicht. Ist das eine Falle? Ich habe das Gefühl, dass wir bald Ärger kriegen. Glaubst du? Ich auch. Wir machen da was anderes. Wenn es da jetzt... wir haben da ja Zerstörung noch was auf Beto. Irgendeinen Mantel, den werden wir uns gleich einmal. Flammenmantel brauche ich nicht. Frost, nein. Sturm. Feuer, Eis, Eis, Feuer, Feuer, Blitz. Donnerkeil, Blitzmantel, den werden wir uns anziehen. Es geht, glaube ich, da um Zauberer. Den werden wir uns für 2 Minuten einverleihen. Oh, was war denn das jetzt? Na, aber hallo. So, schauen wir uns das mal an. Ja. Und in die Hand nehmen wir auch gleich irgendwas legendäres. Feuer, Eis, der ätherische Schwert. Passt schon. Und jetzt gehen wir da mal rein. Irgendwas bewegt sich da. Super. Können wir diesen Platten da aus dem Weg gehen? Eigentlich wäre auch mal eine Idee zu erfahren. Ich schaue mal, dass man aus der Nähe an. Verflixt und zugenäht. Schnell ran, komm! Ja, komm her, Kasperl. Druckplatten, Druckplatten, außer Kraft setzen. Geht das irgendwie? Oder nicht? Ah, ich weiß auch nicht. Da sind welche da nicht. Gehen wir da rauf. Das muss doch zu lösen sein, oder?
da Druckplatten, überall Druckplatten. So eigentlich würde es gehen, ja? Da, da sind wir schon sicher, passt schon. Alle wieder da, okay. Ich schicke die Jungs mal vor, ja? Die Leiche hat einen Dietrich, ist ja auch cool. Da gibt's keine Druckplatten, schätze ich mal. Und die riesige ist auch nett, ja. Ja, klar, jetzt durchsucht er wieder den ganzen Schmarrn der Dose. Wir müssen da weiter, ja? Okay. So, und das war's dann? Ja. Okay. Ah, ihr wisst gar nicht, wie lange ich da jetzt wirklich herumprobiert habe, dass ich da durch die drei Gittertore durchkomme. Das war... Ich habe gedacht, da gibt's ein Rätsel in der Reihenfolge, wie man die Steine betreten soll und so weiter. Aha. Kommt jetzt der Showdown? Hoffentlich nicht. Rätselhafte Notiz, die nehmen wir doch gleich einmal. Gescheitert, bringe das Horn. Haha, triff dich mit dem Dieb des Horns. Was ist denn jetzt los? Drachenblut ist, ich muss mit euch sprechen, dringend. Mietet das Drachen, das Dachzimmer im Gasthaus, schlafende Riese im Flusswald und ich werde euch treffen, ein Freund. Ja, super. Dafür den ganzen Schmarrn, das gibt's doch nicht. Das war's dann. Meine Güte, Leute. Ja, ich werde da mal alles durchsuchen, egal. Ja. Wie kann's denn das jetzt geben? Und wieso sind wir gescheitert? Wir sind da ja rein, ne? Ach, Schmarrn. Ah, echt ärgerlich, das Zeug. So. Wir schauen, dass wir hier rauskommen einfach, ja? Das schauen wir uns noch an. Urnen, Urnen überall. Das ist nicht zum Glauben, die Truhe. Und... Gut so. Ein wenig Geld noch. Ja. Und dann war's das auch schon hier. Okay. Die Urnen. Da geht's dann sicherlich raus, ja. Das noch. Großvater, es ist alles in Ordnung. So. Okay, Leute, ich verspreche euch, beim nächsten Mal wird nicht so viel gelootet, nur die großen Kisten, okay? Dann gehen wir da halt eben weiter. Es nützt ja nichts. Wir müssen da ein Dachzimmer mieten, ja? Gut, raus damit.
Ja, ich werde mich gleich jetzt schon verabschieden, weil das wird schon wieder zu lange, schätze ich mal. Und Großvater Tosita, Al Pacino und Robert De Niro verabschieden sich jetzt auch. Ich wünsche euch noch eine angenehme Nacht. Was ist denn jetzt los? Und ja, hoff, wir sehen uns wieder. Das wird echt langwierig hier, ja? Schauen wir mal, was für ein Freund das ist, der uns da die Nachricht hat zukommen lassen. Hier waren wir doch schon, oder? Ja, genau. Die Truhe ist leer und wir kennen das schon. Auf geht's nach Hause. Ja, genau. Den Todesfürsten hatten wir auch schon. Ja, Schmarrn. Was soll's? Gut so. Bis dann. Hä? Weh euch, das Drachenblut naht. Zum Licht war das Dunkel. Wir werden uns im Fluss heute wiedersehen, schätze ich. Ja? Für wahr, das Drachenblut ist da.